Amerika bei Hamid TaylorMade. Los geht's! Herzlich willkommen, eine neue Folge Hamid Podcast bei Hamid. Podcast bei Hamid. Muss erstmal meine Sitze einstellen hier. Alter Schwede, es ist ziemlich früh hier. Wir sind in Monterey. Wir haben 8.36 Uhr. Ich habe einen richtig schönen Mercedes GLE 63. Und dann dachte ich mir natürlich, dass wir standesgemäß auch einen sehr, sehr netten Gast heute damit abholen. Er ist ziemlich durchgetaktet, relativ frisch dabei. Und ich muss sagen, auch ein extrem entspannter und cooler Typ, obwohl er eine heftige Position hat. Wir haben nämlich heute Michael Schiebe, den Geschäftsführer und den Chef von AMG bei uns. Michael, hi. Grüß dich. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch bestens. Hast du gut geschlafen? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil wir sind ja hier in Monterey, 8.38 Uhr. Und warte, ich muss mich mal einmal konzentrieren. Michael hat schon Panik. Wir müssen auch mal auf unser Crew-Auto warten. Wie ist es? Ich muss sagen, jetzt geht es schon besser. Die ersten Nächte mit dem Jetlag. Ja, ja. Man, um 1 Uhr nachts sind die Augen offen und man überlegt sich, wie kriege ich jetzt noch die Zeit bis morgens um 6 oder 7 überbrückt. Okay. Aber heute war es gut. Also nachdem wir gestern Abend hier den GT vorgestellt haben, ging es ja auch dann etwas länger. Und heute habe ich gut geschlafen, gut gefrühstückt. Sehr gut. Sag mal, wie oft fliegst du denn im Jahr? Es ist tatsächlich gar nicht so viel. Okay. Ja. Natürlich, wenn wir so Pressefahrvorstellungen haben, wo wir unsere Autos dann vorstellen, dann machen wir das schon ab und zu. Und ist ja aufgrund der Witterungsbedingungen nicht immer überall möglich, jedes Auto zu zeigen. Klar. Aber ansonsten, seitdem wir Covid hatten, läuft bei uns natürlich auch viel digital. Klar, logisch. Ja. Logisch. Machst du viel Homeoffice? Ich bin eher so der Typ, der gerne ins Büro geht, muss ich ehrlich sein. aber auch ab und zu schon. Machen wir auf, ja. Okay. Was denn so, wie kann ich mir den Geschäftsführer von AMG vorstellen? Was ist denn so sein Tagesablauf? Der steht morgens erstmal auf, um 10 morgens. Jetzt bin ich gespannt. Ne? Ganz entspannt. Dann holt er sich erstmal einen Kaffee oder einen Espresso. Dann liest er vielleicht eine Zeitung oder online mal was durch, was jetzt zurzeit am Tag abläuft. Und irgendwann mal so gegen mittags. Du bist ja der Chef von AMG. Fährt man ab und zu Autos? Fährt man ja ein bisschen mit dem Auto hin und her, guckt sich das an, geht einmal zu seinem Designer und sagt, was macht ihr denn da? Was ist dein Alltag? Also wenn ich das so höre, mache ich, glaube ich, was falsch gerade. Ich sollte meinen Tagesablauf ändern. Also ich glaube, das ist ganz klassisch, wie bei vielen von uns. Okay. Stehe morgens auf, in der Regel ist es bei mir so 5:30 Uhr. Wow. Und dann fahre ich irgendwann ins Office, versuche natürlich so ein bisschen vorm Verkehr zu sein. Okay. Okay. Und starte meinen Tag dann so um 7:30 Uhr im Büro. Okay. Mhm. Und habe dann tagsüber möglichst viele Meetings, weil ich auch immer versuche, also ich würde es nicht mögen, ins Büro zu fahren, in mein Büro zu gehen und dort E-Mails zu machen. Ja, sondern ich versuche dann viele Abstimmungen mit dem Team zu haben. Mhm. Wir unterhalten uns tagtäglich über unsere Autos, über unsere Produkte, die wir gerade entwickeln. Mhm. Das heißt, natürlich ist vieles auch ab und zu, wo wir wirklich, so wie du sagst, wir gehen ins Design, schauen uns Ideen an oder schauen uns tatsächlich auch Hardware, also Komponenten an, fahren ab und zu auch mal Autos. Bestimmst du auch, so, wenn dir irgendwas überhaupt nicht gefällt im Design, sagst du deinen Designern, Jungs, das geht gar nicht? Oder absolut. Okay. Also das ist auch natürlich ein großer Teil von meiner Aufgabe. Also wir haben ein gutes Design-Team und arbeiten dann natürlich auch sehr intensiv mit dem Design-Team in Sindelfingen zusammen. Aber das sind schon Diskussionen, die wir auch sehr offen und direkt führen. Ja? Okay. Weil ich bin sowieso ein Fan davon, dass das Team und ich auch gemeinsam sehr offen und direkt kommunizieren. Okay. Weil alles andere ist, dann kostet einfach nur unnötig Zeit. Und deswegen sitzen wir dann bei uns an der sogenannten Powerwall, schauen uns in den frühen Phasen viele Sachen einfach digital an. Und dann treffen wir Entscheidungen und der Designprozess funktioniert meistens so, dass man erstmal viele Optionen hat und dann verdichtet man die immer weiter, bis man dann nachher vielleicht noch 2 oder 3 Optionen hat und dann sagen wir, die Variante ist es oder die Variante ist es. Okay, verstehe. Ihr habt ja, duzt ihr euch alle in der Firma? Ja. Also jeder duzt dich? Ja. Wahnsinn. Und, ist nicht so üblich, oder? Wobei Mercedes in Summe schon viel lockerer geworden ist über die letzten Jahre. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich gestartet bin, ich habe selbst als
ich in der Ausbildung war, ja, jeden Tag Anzug und Krawatte getragen. Ach so. Und das ist heute, also wenn ich mal wieder ein Event habe, wo ich eine Krawatte trage, muss ich in meinem Schrank schon sehr lange schauen, dass ich noch was finde. Genau, gestern hat sie auch keine Krawatte. Ja. Also da sind wir sehr entspannter geworden. Ich kann mich erinnern, ich war mal für Mercedes 2 Jahre in Luxemburg und dort in der Niederlassung auch tätig und habe die Niederlassung dort leiten können. Yeah. Und ich war mal an einem Tag im Büro und habe keine Krawatte getragen. Okay. Und da kam ein Kunde rein und sagt, Herr Schiebe, was ist los? Haben Sie heute Urlaub? Ach, krass. Das habe ich gefragt, warum? Ja, weil Sie keine Krawatte tragen. Wahnsinn. Und das ist heute schon anders. Ja. Seit wann bist du bei Mercedes? Ich habe 2004 bei Mercedes ein Studium gestartet. Okay. Und 2007 dann meinen ersten Job in der Entwicklung in Sindelfingen übernommen. Ach so, okay. Ja. Verstehe. Und was hast du studiert? Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaft, ja. Okay. Und internationale BWL. Mhm. Das heißt, es ist so ein duales Studium bei Mercedes. Mhm. Und muss sagen, es war für mich eine fantastische Möglichkeit, weil ich auch die Chance hatte, ins Ausland zu gehen. Das heißt, ich war 4 Monate bei uns im Werk in Tuscaloosa, Alabama, hier in den USA. Okay. Habe dort im Controlling gearbeitet. Mhm. Habe ein Auslandssemester in England machen dürfen, in Birmingham. Mhm. Und man hat die Möglichkeit, während dieser Zeit in unterschiedliche Bereiche im Unternehmen reinzuschnuppern und vielleicht auch die Sachen kennenzulernen, die man später nicht machen möchte. Also es geht ja immer so ein bisschen darum, worauf hat man Bock und worauf vielleicht auch nicht. Logisch. Und für mich war relativ schnell klar, ich möchte irgendwie produktnah arbeiten. Und dann hast du jemals mal für eine andere Firma gearbeitet? Nein. Noch nie? Nein. Noch nie. Das kam aber ganz klar und deutlich nein. War das auch sofort deine Ambition, als du dein Studium angefangen hast? Ich möchte eine leitende Position. Hast du jemals mal gedacht, dass du der Geschäftsführer von AMG wirst? Nein, also vielleicht in Träumen, aber nein, absolut nicht. Okay. Ich bin, bevor ich zu Mercedes gegangen bin, habe ich über unterschiedliche Sachen nachgedacht. Für mich war nur klar, ich möchte nicht ewig studieren, ich möchte schnell studieren und irgendwo im Automobilbereich. Aha. Und das hat sich dann, ich habe mich bei Mercedes beworben für dieses duale Studium. Mhm. Das hat geklappt und dann bin ich da gestartet. Und hätte ich damals vielleicht so eine Liste machen dürfen und man kann ankreuzen, was man später gerne mal machen dürfte. Ja. Da hätte sicherlich AMG drauf gestanden. Ja. Okay, verstehe. Und so geht es mir heute auch. Also es ist schon mein absoluter Traumjob. Du lebst es ja auch. Ich merke ja, wenn wir immer dann über so ein Auto sprechen, du wirkst immer, also ich muss ja sagen, er wirkt immer extrem cool und locker. Aber wenn wir so vor gestern zum Beispiel, wo wir vor dem AMG standen, da habe ich schon sofort gemerkt, okay, es ist Emotion dahinter. Du lebst das. Und ich glaube, sonst würdest du auch diesen Job gar nicht machen können, oder? Nee, also das ist einfach, weißt du, ich erinnere mich immer an meinen ersten AMG-Dienstwagen, den ich hatte. Okay. Ja. Okay. Und das war ein C63 W204, also die C-Klasse mit dem 6,2 Liter Saugmotor. Ja. Und ich habe das Auto übernommen und bin damals aus dieser Garage, wo wir unsere Dienstwagen übernehmen dürfen, rausgefahren. Ja. Und ich habe solche Angst gehabt. Ja. Es war einfach unglaublich. Ja. Ich habe gerade vor kurzem nochmal mir das Bild angeschaut. Ja. Das war damals eine schwarze C-Klasse. Mega. Ja. Und ich habe mehr oder weniger in diesem Auto gelebt. Ja. Okay. Ich hatte eine kleine Wohnung, weil auch da das Auto war ja nicht kostenlos, sondern man hat dann eine Eigenbeteiligung, die man machen musste. Ja, und hat damals jemand gesagt, Hubraum statt Wohnraum. das war damals meine Devise. Das ist geil. Was ist denn, wie lange brauchst du? Du bist ja jetzt relativ frisch dabei. Ja. Hast du eine Philosophie, die du durchsetzen möchtest? Ja. Okay. Und die wäre? Also was wir gerne machen möchten, und das haben wir in den letzten Jahren schon sehr intensiv begonnen, und da möchte ich einfach weiter drauf einzahlen. AMG ist eine Performance-Brand. Das heißt, wir brauchen auch glaubwürdige Performance-Produkte. Mhm, wenn jemand in einen AMG einsteigt, dann soll er das Gefühl haben, das hat die DNA, für die AMG steht. Das ist Driving Dynamics, Performance, Agilität und es ist aber auch Emotion. Und Emotion kann Design sein, kann aber auch Sound sein. Verstehe. Und egal, ob es ein Verbrenner ist oder ob es dann nachher ein elektrisches Auto ist, der AMG muss genau diese Emotion haben. Okay. Und diese DNA. Okay, verstehe. Und das ziehst du gerade sozusagen neu durch nochmal. Da bin ich intensiv dran mit dem Team. Ich meine, AMG stand ja schon immer für Performance, Emotionen und so weiter. Aber es ist zurzeit natürlich viel schwieriger geworden durch die ganzen neuen Maßnahmen, die wir treffen müssen. Ja. Bei Verbrenner natürlich auch. Ja. Hier ein Ottopartikelfilter da noch. Und trotzdem
dem Kunden die Rechtfertigung zu geben, okay, du zahlst jetzt hier, weiß ich nicht, ich sag mal jetzt salopp, 10 Euro mehr, ja, damit du einen AMG fährst, anstatt den normalen 500er. Mhm. Aber das ist auch dein Benefit. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist so schwierig, sich an, ja, die Richtlinien zu halten, aber trotzdem AMG treu zu bleiben. Ja. Oder? Das bedeutet auch, dass wir Dinge weiterentwickeln müssen, weil einige gehen verloren, so wie du sagst. Mhm. Gesetzliche Rahmenbedingungen, ja, werden zum Beispiel dafür sorgen oder dazu führen, dass das Außengeräusch von den Fahrzeugen einfach leiser wird. Okay. Ja. Okay. Und dann müssen wir Wege finden, aber das sehen wir sportlich und sagen, wie kriegen wir das hin, dass diese Emotion, die ja ein AMG-Kunde bisher kannte, auch in Zukunft gegeben ist. Verstehe, ja, verstehe. Und das wird man bei zum Beispiel den Elektrofahrzeugen, weil das ist ja häufig eine Frage, was passiert in Zukunft, wenn, klar, ihr elektrisch fahrt? Klar. Was macht, klar, ihr dann mit dem Thema Sound? Klar. Es wird weiter was Spannendes geben. Okay, alles, ja, klar. Da sind wir echt gespannt. Wie kann ich mir den privaten Michael vorstellen? Was sind deine Hobbys? Was machst du denn? Du kannst ja nicht nur im Büro sitzen. Nein, aber ich arbeite schon viel. Aber, ja, okay. Aber wie viel Stunden arbeitest du in der Woche circa? Ich kann es eigentlich gar nicht so an Stunden festmachen. Aber für mich nimmt Arbeit im Leben einen großen Stellenwert ein. Okay. Aber einfach, weil ich wahnsinnig Bock drauf habe. Also, okay, wenn ich Dinge mache, dann mache ich sie gerne richtig. Okay. Und ich habe eine Partnerin, die ist da sehr verständnisvoll. Okay. Die hat auch mal bei AMG gearbeitet. Ach so. Das heißt, sie weiß auch, wie der Spirit da ist, okay, und wie, verstehe, die Leute, verstehe, dafür brennen. Und verstehe. Deswegen hat sie da sehr viel Verständnis. Und, ja, das ist für mich, also privat, unter der Woche bleibt jetzt wenig Zeit für ausgiebige Hobbys. Ich versuche, ja, zweimal unter der Woche abends Sport zu machen. Ja. Das heißt, ich verlasse dann das Büro irgendwann so um 20:30 Uhr und mache dann von 21 bis 22 Uhr ein bisschen Sport. Okay. Und am Wochenende stehen natürlich auch so die typischen Dinge an, die jeder macht. Ja? Einkaufen gehen, aber auch mal ein bisschen Zeit mit der Partnerin verbringen und, okay, ja, vielleicht schöne Sachen machen. Und Urlaubs? Kannst du Urlaub machen? Kannst du abschalten? Abschalten ja, aber man ist nie komplett off. Genau. Ja. Genau. Also ich war, genau, jetzt 2 Wochen im Urlaub und heute in der digitalen Welt ist es dann schon so, dass man dann hier oder da nochmal einen, klar, Videocall hat oder, klar, Dinge klärt. So während des Urlaubs 2 Wochen gar nichts zu hören und dann zurückzukommen und zu erleben, oh, was gibt es jetzt für Überraschung, verstehe, das wäre auch nicht so mein, ja, Ding. Verstehe, ja? Verstehe. Sondern man liest dann einfach ein bisschen mit, was passiert gerade. Und wir haben bei uns, mit meinem Führungsteam, habe ich ein bisschen so die Regel, wenn es irgendwas ist, wir halten die Kommunikation via E-Mail aufrecht. Mhm. Und wenn irgendwas super dringend ist, dann gibt es halt eine iMessage oder einen Anruf und dann klären wir die Sache. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, sehr cool. Und was steht nächstes Jahr bei dir an, urlaubstechnisch? Bist du so einer, der lange vorausbucht oder bist du eher der spontane Typ? Eher der spontane Typ. Also dieses Jahr beispielsweise, wir waren in Südeuropa, ja, und haben dort etwas Zeit verbracht und hatten eigentlich nur eine Woche geplant und wollten dann nochmal zurück, ja, und ein paar Tage in Deutschland verbringen. Haben, ja, dann aber gesehen, wie schlecht das Wetter ist, ja, und haben spontan auf der Insel entschieden, wir bleiben doch noch etwas länger. Ah, okay. Und haben dann einfach das Hotel verlängert und, ah, okay, ein paar Tage verbracht. Okay. Wenn du ins Büro gehst, wie viele Menschen hast du um dich? Du hast einen Fahrer? Ja. Nein, kein Fahrer. Ach, du fährst selbst, ja, okay. Assistent, Assistentinnen, Presse und so weiter und so weiter. Wie viel kannst du auch abgeben oder bist du derjenige, der sagt, nein, ich bin jetzt der CEO, ich muss für alles meinen Kopf hinhalten, also geht alles über meinen Tisch? Das würde nicht funktionieren. Ach. Also wir sind ja mittlerweile auch schon deutlich gewachsen. Ja? Also die AMG mal gestartet mit 400 Mitarbeitern, 700 jetzt sind wir schon deutlich mehr, ja, weit über 2000 Mitarbeiter und wir haben ja unheimlich viele Produkte parallel in der Pipeline. Das heißt, wir sind doch so aufgestellt, dass ich Verantwortliche habe für die einzelnen Autos. In meinem direkten Umfeld sind vielleicht so, ja, 15, 20 Leute, aber es ist nicht so, dass die Kommunikation nur über diese 15, 20 Leute läuft, sondern wenn wir Dinge besprechen und das kann jetzt zum Beispiel, ja, wie machen wir den Sound von einem GLE 63 in Zukunft? Und dann unterhalten wir uns darüber. Dann sprechen wir mit den Experten, weil das sind die Leute, die wissen, was sie tun. Verstehe. Und die wissen es am besten. Verstehe. Also verstehe. Wir organisieren uns dann über Meetings und da gibt es Standard-Meetings. Also ich habe zum Beispiel immer Mittwochnachmittag
haben wir unser Produktentscheidungsmeeting. Ah, okay. Und da okay. kommen die unterschiedlichen Disziplinen hin. Okay. Und da sitze ich dann mit den relevanten Kollegen aus meinem Team zusammen. Das mhm. heißt, wir haben dort das Produktmanagement vertreten. Mhm. Das heißt, die Stimme des Kunden. Verstehe. Wir haben meinen Technikchef dort. Verstehe. Wir haben aber auch den CFO mit an Bord. Ja, weil klar. das Ganze muss natürlich auch finanziell passen. Sonst, wenn wir den kreativen Ideen der Entwickler ja. immer nur folgen, dann bauen wir zwar die tollsten Autos, die werden aber irgendwann so teuer sein, ja, dass klar. kein Kunde mehr bereit klar. ist, das zu zahlen. Hast du auch mal was nicht genehmigt bekommen von der CFO? Wo er gesagt hat, nee, das geht nicht, das sprengt den Rahmen jetzt? Also er schaut mich dann ganz böse an und sagt dann, Michael, müssen wir das wirklich? Und dann finden wir aber immer eine Lösung. Also ich muss wirklich sagen, mein CFO und ich, wir ergänzen uns verdammt gut. Okay, verstehe. Ja, du brauchst ihn auf deine Seite. Ja, absolut. Ja. Gehst du mit ihm auch mal abends essen? Also wir sind schon alle sehr gut miteinander befreundet. Okay. Also wir haben eine wirklich gute Stimmung und das weiß ich auch zu schätzen. Wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit. Ja. Da muss einfach auch wirklich, ich sag mal, das muss funktionieren als Team und das mhm. ist mir auch sehr, sehr wichtig. Verstehe. Deswegen verbringe ich auch viel Zeit mit meinem Team. Verstehe. Und ich bin jemand, der ist sehr direkt. Mhm. Das habe ich auch in früheren Führungsaufgaben erlebt. Mhm. Das dauert immer eine Weile, bis sich das Team darauf einstellt, aber dann wissen sie, wie der Michael tickt. Also ja, der okay. spricht Dinge an und das mhm. ist so, auch wenn vielleicht mal was nicht gut läuft, mhm. dann mhm. äußere ich auch meinen Unmut. Verstehe. Aber das ist nicht so, dass jemand dann in eine, wie soll ich sagen, in eine schlechte Box sortiert wird. Verstehe. Sondern wir haben darüber gesprochen, das Thema wird gelöst, okay. es ist dann aber auch abgehakt und wir schauen sofort wieder nach vorne durch die Frontscheibe Verstehe. Und nicht in den Rückspiegel. Verstehe, ja. Eine sehr coole Einstellung, finde ich. Das ist verdammt cool. In Sachen Personal, wenn Bewerbungen und so weiter reinkommen, mhm. landet das dann auch bei bestimmten Positionen bei dir auf dem Tisch? Ja. Okay. Ja. Okay. Also es gibt Key-Positionen, mhm. da möchte ich einfach mitreden. Mhm. Und ansonsten habe ich natürlich auch das Vertrauen, dass mein Team die richtigen Experten auswählt. Also mhm. wenn wir jetzt im Bereich Fahrdynamik einen Experten suchen, mhm. Da habe ich Leute in meiner Mannschaft, die wissen viel besser als ich, wen wir da brauchen. Verstehe. Ja. Verstehe. Und dann entscheiden die das auch natürlich. Verstehe. Und das könnte ich auch gar nicht. Also das Schöne an meiner Aufgabe ist ja, ich kann abtauchen in die Tiefe, wenn ich möchte. Mhm. Aber ich muss es auch nicht überall, Verstehe. Denn ich habe unheimlich viele Experten für yeah. alle Themen, die es so braucht, um yeah. einen perfekten AMG zu bauen. Yeah. Und dann ist es nur wichtig, dass ich das Team so aufstelle, dass wir sagen, okay, die können die Strategie umsetzen, so wie ich sie mir denke. Verstehe. Du arbeitest bisher nur für Mercedes? Ja. Ich stelle mal einfach eine Frage. Mhm. Gibt es eine Marke, eine andere Marke, die du sagst, würde ich extremst gerne fahren? Aber das kann ich nicht rechtfertigen. Also das Coole an meinem Job ist, ich sage immer, ich bin Wettkampfsportler. Okay, ja? okay. Und das heißt, im Wettkampf kommt es drauf an, auch im Sport, ja. dass du weißt, was deine Wettbewerber können. Okay. Und es mhm. bringt nichts, wenn du die persönliche Bestzeit läufst. Verstehe. Es gibt aber andere, die schneller laufen. Verstehe. Und dementsprechend fahren wir natürlich auch sehr häufig die Fahrzeuge unserer Wettbewerber. Ah, okay. Und ich mache das auch, dass ich die Autos wirklich ab und zu über ein verlängertes Wochenende fahre. Okay. Denn um ein Fahrzeug wirklich zu verstehen, mhm. was ist gut, ja. was ist schlecht, klar. musst du das Fahrzeug auch länger fahren als klar. nur eine halbe Stunde. Absolut. Und da gehört für mich dann auch dazu, dass ich dann am Wochenende mit dem Fahrzeug so diesen Alltag erlebe. Verstehe. Das heißt, ich fahre damit einkaufen, ja. ich lade es, ja. ich tanke es, okay. ich gehe damit mal auf die Autobahn, ich klar. fahre mal eine längere Strecke. Klar. Tiefgarage, genau. alles was dazu genau, gehört, genau, volles Programm. Genau. Und dann komme ich in der Regel zurück, dann ja. sitzt mein Team schon da und sagt, okay Michael, was ist dir aufgefallen? Wo sind wir gut? Wo ja. sind die anderen vielleicht noch einen Tick besser? Verstehe. Das heißt, da müssen wir etwas schneller laufen. Verstehe. Bist du ein Oldtimer-Fan? Nein. Null? Null würde ich nicht sagen. Mhm. Also ich mag die Historie und ich habe ab und zu auch Lust daran, unsere klassischen Fahrzeuge zu fahren. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so dieser Typ, der sich jetzt zu Hause in der Garage irgendwie an fünf Fahrzeugen arbeitet okay. selbst oder sich die hinstellt und sammelt. Könntest du technisch auch was? Also kannst du was? Kannst du, keine Ahnung. Ein bisschen. Ja? Ein bisschen. Aber das, glaube ich, gehört Bild zu Hause dazu. Aufhängen kannst du? Ja, ich dachte, du meinst jetzt an Oldtimer Schrauben. Ja, Autos so Schrauben ja. an Oldtimer könntest du? Ein bisschen. Aber okay. da würde ich eher sagen,
ist jetzt nicht, ich bin nicht der beste Schrauber, den du dir holen solltest, okay, wenn du sagst, ich soll mich jetzt um deinen Oldtimer kümmern. Da gibt es andere Leute, die können das besser. Aber zu Hause handwerklich? Ja, das ist schon der Anspruch. Ja, also, ja. Und da gibt es ja auch viele YouTube-Tutorials. Ja. Aber wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, würde ich selbst machen, ich glaube nicht. Ja, verstehe. Hast ja auch gar keine Zeit für. Nee, das muss man tatsächlich sagen. Also wenn man den Job macht wie ich und man möchte ihn auch mit der Passion betreiben, da räumt man schon viele andere Sachen aus dem Weg. Und also ich habe damit, für mich ist das the perfect match. Ja. Also ich sage, ich liebe das, was ich tue und ich bin begeistert. Ich sage immer zu meinem Team, und ich war jetzt gerade bei vielen Leuten, also habe mich in den einzelnen Abteilungen vorgestellt und mit vielen Mitarbeitern gesprochen, und ich sage, jeden Morgen, wenn ich in dieses kleine Örtchen nach Falterbach reinfahre, dann denke ich, oh mein Gott, wie cool ist das. Ja? Wahnsinn, du siehst morgens die Leute in der Teamwehr in unsere Cafeteria laufen, die sich einen Kaffee holen. Du kennst viele Leute tatsächlich jetzt beim Vornamen. Klar. Wir sind ja immer noch ein kleines Unternehmen. Aber davor warst du doch auch bei AMG oder warst du davor gar nicht bei AMG? Ich war vorher gar nicht bei AMG. Gar nicht ich war bei Mercedes. Okay. Wie kam es denn dazu? Wurde die Stelle dir angeboten oder hast du dich auf die Stelle beworben? Oder wie kam es dazu, dass du auf einmal dazu ernannt wurdest? Also ich habe schon häufiger die Hand gehoben und habe gesagt, so, also wenn die Position irgendwann mal frei wird, das würde ich gerne machen. Aber jetzt ist das natürlich auch einer der wenigen Jobs, die super, super, super attraktiv und interessant sind. Okay. Und der Vorstand entscheidet dann irgendwann über solche Schlüsselpositionen und sagt, okay, wir haben da mehrere Kandidatinnen und Kandidaten und wer könnte diesen Job zum jetzigen Zeitpunkt am besten machen? Und da hatte ich dann Glück, dass dann irgendwann die Wahl auf mich gefallen ist. Cool, cool. Und wie lange war so ein Prozess, wie lange dauert so ein Prozess, bis so eine Entscheidung gefallen wird? Da gibt es irgendwie keine definierte Zeit und das hängt auch immer ein bisschen davon ab. Bei uns im Unternehmen, dadurch, dass wir relativ groß sind, das ist ja auch, finde ich, das Coole an Mercedes. Du kannst in unterschiedlichen Funktionen arbeiten. Ja, also ich habe in der Entwicklung begonnen, obwohl ich Betriebswirtschaft studiert habe. Ja. Ich habe damals meine Diplomarbeit in dem Bereich geschrieben und dann ist dort zufällig eine Stelle frei geworden. Okay. Und die Leute haben gedacht, naja, okay, so blöd hat er sich ja gar nicht angestellt und haben mir dann einen Job angeboten. Okay. Und okay. Nach 2 Jahren bin ich aber ins Controlling gewechselt, weil ich gedacht habe, naja, du hast Betriebswirtschaft studiert, also solltest du vielleicht mal irgendwie in den Finance-Bereich wechseln. Ja. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht. Ja. Dann habe ich nachher im Produktmanagement für Elektrofahrzeuge gearbeitet. Ja. Dann war ich 2 Jahre in Luxemburg. Dann war ich mal 2 Jahre für den deutschen Mercedes-Benz-Vertrieb in Berlin verantwortlich. Okay. Also ich habe unterschiedliche Stationen. Und gerade wenn du zum Beispiel so eine CEO-Position machst, ist es natürlich wichtig, dass du auch viele Sachen gesehen hast, ja, klar, weil die Dinge begegnen dir immer wieder, ja, das heißt, ich rede ja genauso über unsere Absatzsituation mit meinem Vertriebsteam, ich habe viele Finance-Themen, die ich mit meinem CFO bespreche und es ist gut, wenn du in allen Bereichen schon Kenntnis hast. Okay. Und ich war schon seit jeher sehr technikaffin und ich glaube auch, dass du meinen Job nicht gut machen könntest, wenn du nicht technikinteressiert wärst. Verstehe, Du musst eine Passion, also allein wenn ich ich fahre ein Wettbewerbsfahrzeug und es gibt Dinge, die mir auffallen, was weiß ich, das Lenkverhalten des Fahrzeugs ist besonders gut oder das Ansprechverhalten des Motors, dann will ich natürlich auch mit meinem Team diskutieren und verstehen, warum ist das in dem Moment so gut. Klar, ja. Oder wenn wir technische Abnahmefahrten machen für unsere Autos, das heißt, bevor sie dann irgendwann final in die Produktion und zum Kunden gehen, dann muss ich mir natürlich auch eine Meinung bilden und sagen, okay, ist das gut oder ist es nicht gut? Und dann ist es wichtig, dass ich auch mit meinen Ingenieuren zumindest einigermaßen auf Augenhöhe diskutieren kann und sagen kann, das finde ich gut, das passt für mich oder das ist auch nicht gut. Okay, okay. Es ist alles sehr, sehr strukturiert bei dir, ne? Das kommt so ein bisschen aus meinem Job, den ich vorher gemacht habe. Okay. Okay. Ich habe vorher als Chief of Staff für den Vorstandsvorsitzenden, also für Ola Källenius, bei uns im Unternehmen gearbeitet und gleichzeitig auch dem Aufsichtsratsvorsitzenden zugearbeitet. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass du die verfügbare Zeit so effizient wie möglich nutzt. Und in der Aufgabe lernst du sehr stark, Dinge zu strukturieren, zu priorisieren. Und wenn du den Gesamtüberblick behalten willst und ich sag mal, möglichst effizient auch steuern möchtest, dann ist mir Struktur sehr wichtig. Okay, verstehe. Bist du im Privatleben auch so strukturiert? Nein, absolut nicht. Nein? Und das ärgert meine Freundin sehr häufig. Also gerade das Thema Zeitmanagement, da gibt es schon die eine oder andere freundliche Diskussion. Aber das ist,
häufiger dann so, ich unter der Woche, ich finde, das ist auch ein Thema der Wertschätzung. Ja, klar. Also wenn dort ein ganzer Raum voller Leute wartet, dass wir ein Meeting beginnen und Sachen entscheiden, dann finde ich, gehört es auch dazu, dass ich pünktlich bin und mit meinem Team das mache. Das heißt, meine Assistentin oder meine Sekretärin, die stellen sicher, dass ich dann auch wirklich zu den Meetings rechtzeitig da bin. Okay. Und am Wochenende habe ich dann auch ab und zu mal Lust, einfach nicht pünktlich zu sein. Ja, ja? Und genau. Wenn wir uns dann mit Freunden treffen und ich liege dann noch auf der Couch und meine Freundin steht schon in der Tür und wartet und guckt mich mit freundlichem Lächeln an und sagt, können wir jetzt endlich gehen? Dann weiß aber auch ich, okay, jetzt müssen wir. Ja, verstehe. Ja gut, aber das ist ja auch mal so, ne? Ja. Das ist, du kannst es ja nicht, das ist Wahnsinn. Könntest du vorstellen, dass du auch mal komplett Deutschland verlässt? Also dass du komplett nicht nur für 6-7 Monate oder sowas, wenn jetzt Mercedes oder sowas sagt, so du übernimmst USA, würdest du das machen? Ja. Ja? Ja. Okay. Also ich mag das, in internationalen Teams zu arbeiten und wir sind heute bei AMG schon ziemlich divers und ich war ja auch mal 2 Jahre in Luxemburg und hatten dort, wir hatten ich glaube 16 oder 18 Nationen in der Mannschaft. Viele Portugiesen, Franzosen, Belgier und ich finde, es belebt einfach irgendwie nochmal so das Klima im Unternehmen. Ja? Und deswegen, ich mag andere Länder, andere Kulturen, deswegen, Okay. Was steht denn privat bei dir an? Was möchtest du denn, geschäftlich nicht, im Berufsleben bist ja, also ich würde mal sagen, da kann ja nur noch Vorstandsebene kommen. Also erstmal bin ich wahnsinnig happy mit dem, was ich mache. Ich weiß, aber ich meine ja nur, oder? Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also privat, ich bin ja ein ganz normaler Mensch, ja. Also deswegen natürlich. Du bist wo kommst du gebürtig? Ursprünglich aus Norddeutschland. Norddeutschland, und, okay. Bist du oft noch dort? Nein, ganz selten. Okay. Aber das liegt auch eher an der verfügbaren Zeit und jetzt bin ich auch schon ja einige Jahre aus der Schule raus. Da merkt man dann immer, wie alt man dann doch eigentlich schon ist. Genau. Aber selten. Hast du noch Kontakt zu deinen Schulfreunden? Ich habe 2 sehr gute Freunde aus meiner Schulzeit und die leben tatsächlich noch im Norden. Und wir treffen uns wirklich jedes Jahr zu 2 oder 3 Events oder sie besuchen mich auch in Stuttgart. Okay. Und das ist für mich auch ganz wichtig. Nein, die fahren kein AMG. So, okay. Aber immer wenn ich entweder mit einem AMG bei ihnen bin oder sie zu mir kommen, fahren wir AMG. So, okay, alles klar. Hätte ja sein können. Ja. Hätte ja sein können. Ja, cool. Und hast du irgendwelche Ziele noch? Was möchtest du erreichen? Was bedeutet, oder sagen wir mal anders, was bedeutet für dich Luxus? Luxus ist, dass ich tatsächlich Dinge so umsetzen kann, wie ich sie mir vornehme. Also, dass man mit zum Beispiel einer verrückten Idee beginnt und das gilt fürs Private wie auch für das Berufliche. Und dann sieht man irgendwann, dass man das geschafft hat. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte irgendwann beim Laufen besser werden und möchte eine bestimmte Zeit erreichen, da muss man hart arbeiten, trainieren und dann schafft man das und dann irgendwann denkt man, oh guck, ich gucke auf die Uhr und denke, ich habe es geschafft. Ja, cool. Und so für AMG habe ich mir natürlich einiges vorgenommen, was ich mit dem Team machen möchte und da arbeiten wir jetzt dran und das braucht aber natürlich auch eine gewisse Zeit. Ja, wir haben ja Entwicklungszyklen, die brauchen Zeit, dann kommt irgendwann kommen die Autos, die ich auch deutlich noch stärker beeinflussen konnte, ich persönlich. Und da welches Auto war sozusagen dein erstes Auto als CEO, wo du sagst, da bin ich voll drin? Also bei den Fahrzeugen, die wir jetzt auf den Markt bringen, da konnte ich sag mal, auf der Zielgeraden noch sehr viel mitmachen. Aber das ist natürlich die Grundgene eines Autos, legt man 4-5 Jahre vor der Markteinführung fest. Okay. Das heißt, wir reden dann jetzt eigentlich über die Autos, die irgendwann in 2025, 2026, 2027 kommen. Okay. Weil da sind wir dann noch in Entwicklungsphasen, die ich sehr aktiv beeinflusse. Und das heißt, wenn wir dann zum Beispiel unsere AMG EA-Plattform in den Markt bringen, da steht auf jeden Fall mein Stempel drauf. Achso, sehr gut. Du hast auch viel für die G-Klasse gemacht, also die G-Klasse, ne? Bist ja immer noch. Ja, also in meiner Verantwortung liegt Maybach, AMG und die G-Klasse. Okay. Das heißt, ich habe auch ein Team, das in Graz sitzt und deswegen bin ich auch häufiger in Graz, in Österreich. Und nächstes Jahr haben wir ja den
EQG, den wir in den Markt bringen werden, und das Facelift oder die Modellpflege vom G. Genau. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf, weil da sind wir jetzt gerade auch in der Zielgeraden und machen ist so. Ist denn immer noch ein Bestellstopp bei der G-Klasse? Nein. Ach so, okay. Aber es gibt trotzdem noch Wartezeit. Also du kannst nicht heute ein Fahrzeug bestellen und dann ist er morgen da. Okay, verstehe. Ja. Ist ja unglaublich, dass die ganze Welt dieses Auto haben wollte oder will. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Also ich fahre seit 15 Jahren G-Klasse und am Anfang war es so, dass wir uns alle begrüßt haben. Ja. Egal wo du warst, wir haben uns begrüßt. Ja. Inzwischen hat es diese Kultur ist ein bisschen weggegangen. Also grüßen tut man sich nicht, weil dann würdest du in München, also G-Klasse Hochburge, würdest du nur noch deine Hand heben. Das ist heftig. Das ist heftig. Aber ich fand, so vor 10 Jahren noch, war das echt ein extrem, also es war ein individuelles Auto. Ja. Ne? Und das waren auch immer so, entweder waren das Jäger, oder es waren absolute Individualisten, weil technisch gesehen auf der Straße ist das Auto nicht so schön zu fahren gewesen. Mhm. Ne? Aber es war, ich fand es war dieses eckige, kantige, es war so ein richtiges Männerauto, weißt du? Und, wobei wir sehr viele Frauen haben. Also wenn du hier in den USA unterwegs bist, schau mal in die G-Klassen. Hier sind viele Frauen. Wir haben sehr viele weibliche Kunden in den USA. Wahnsinn, Wahnsinn. Und also bei der G-Klasse ist es so, natürlich das Exterior-Design des Fahrzeugs macht so ein bisschen den Charakter aus. Genau. Und deswegen, auch wenn wir zum Beispiel eine Modellpflege machen oder jetzt mit der elektrischen Version auf den Markt kommen, wir werden es zwar weiterentwickeln, aber wir werden natürlich auch der DNA von diesem Auto treu bleiben. Klar. Weil das ist sozusagen das, was es ikonisch macht. Absolut. Und ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht, dass ihr das wieder so auf den Markt bringen könnt. Mhm. Land Rover hat das mit den Defender nicht geschafft. Mhm. Das ist ein völlig anderes Auto. Ja. Natürlich ist die neue G-Klasse auch ein anderes Auto. Aber von außen sind die Erkennungsmerkmale fast gleich. Ja. Das ist einfach so. Und es waren auch sehr intensive Diskussionen. Mhm. Ja, was macht man? Weil wenn man so einen Diamanten im Portfolio hat, muss man sich genau überlegen, was tut man? Und es ist am Ende des Tages, so wie du es gesagt hast, wir unterhalten uns zu einer sehr frühen Phase über Dinge, wo wir eben kein Kundenfeedback kriegen können. Mhm. Ja, also das ist dann auch eine kleine Wette. Man muss dann, das ist eine unternehmerische Entscheidung, sage ich, ist es der richtige Weg? Weil man hätte auch das Auto auf die Straße bringen können und dann hätten die Kunden sagen können, oh mein Gott, der sieht ja genau aus wie 1979. Ja, verstehe. Aber nein, sie haben gesagt, oh cool, der sieht aus wie 1979. Genau das ist es. Genau das ist es. Also wir haben viel spekuliert damals, als die Modelländerung angesprochen wurde. Da dachte ich, dass der Vorgänger, der 463A, oder so, dass der halt jetzt im Wert nochmal steigen wird, weil der neue kann ja niemals so aussehen. Ja. Wir hatten tatsächlich auch einen großen Run auf die Fahrzeuge, bevor das neue Modell kam, weil alle gedacht haben, oh, das ist der letzte richtige G. Genau. Aber wenn man sich dann jetzt auch die Quartettwerte anschaut, ob es die Geländegängigkeit ist oder einfach auch das Fahrverhalten, es geht noch besser. Und das werden wir jetzt auch wieder sehen bei der Modellpflege vom aktuellen Modell. Es geht noch mal ein Stück besser. Ach so, tatsächlich? Ja. Da bin ich echt gespannt. Ich finde ja die Farbpaletten, ich finde ja bei G-Klasse spielt die Farbe eine extrem große Rolle. Ja. Und ich bin die letzten 5 Jahre, seitdem es das neue Modell gibt, 2018 kam das neue Modell, da habe ich schon mit Mauve Silber angefangen, dann auf so ein Crazy Blue, dann Hyazinth Rot und Tiefgrün. Ja. Tiefgrün Uni. Oh mein Gott, als ich habe das Auto bestellt, ich konnte nicht mehr die Farbe anschauen. Ich so, okay, Mann, was machst du jetzt? Machst du es nicht? Und dann habe ich gesagt, komm, klick drauf. Tiefgrün Uni bestellt. Und dann kam das Auto und es haben mich so viele Leute auf dieses Auto angesprochen. Ja. Und viele auch umbestellt in der Farbe. Ja. Das war echt crazy. Ja. So, lieber Michael, ich habe uns was vorbereitet. Okay. Ne? Bisher, du lädst mich ja immer überall ein und so weiter. Ja. Und ich dachte, ich muss mich mal revanchieren. Cool. Okay. Und du weißt, ich bin leidenschaftlicher Espresso-Trinker. Und eine Sache muss man in Amerika lassen.
bei allem Respekt an allen Amerikanern, Espresso in Amerika passt nicht. Das ist so. Das ist einfach so. Und wir haben uns hier einen Kaffee ausgesucht. Okay, und das ist der Hotspot? Ja, ich glaube. In L.A. hätte ich dir sofort 2-3 Hotspots zeigen können. Okay. Aber hier bin ich noch nie gewesen, zum ersten Mal. Aber ich möchte mich erstmal bei dir bedanken für das nette, offene Gespräch. Vielen Dank. Danke dir. Und für euch extremst interessant. Für mich war es sehr wichtig, den CEO von AMG. Es ist ja ein Traumwagen von so vielen von uns. Und dass man einfach mal direkt mit dir sprechen kann. Und was ich mega cool finde, ist, dass du trotz deines Positions so nahbar bist. Und das spricht für dich. Dankeschön. Okay? Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und jetzt gehen wir ein Espresso trinken. Cool. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis nächste Woche bei Podcast bei Hami TaylorMade.